Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Ist Golbis also wirklich böse, fragt sich Cecil, aber viel wichtiger ist, dieser Ort, an dem wir uns gerade befinden, ist so schwierig, also so umfangreich, unglaublich umfangreich. Und ein Kampf nach dem anderen und immer kurz vorm Sterben und ich habe noch nicht einmal gespeichert, was echt super anstrengend sein kann, weil man halt wirklich Panik manchmal kriegt. Also wir sind sehr, sehr stark schon. Aber wenn man zum Beispiel überrumpelt wird von diesen Weibern, die die ganze Zeit Folgern, Blitzgar und was weiß ich was machen und man kommt null zum Zug, dann geht die HP doch so schnell runter, dass man ja null irgendwie davor gefeit sein kann. Ich bin jetzt weiter durch die Höhle gelaufen, wo ich noch nicht war, einfach mal um zu gucken, was kommt hier eigentlich, was finde ich. Und irgendwie schwebt hier gerade so ein Schwert. Und ich würde gerne wissen, was es ist. Allen, die dieses Schwert begehren, sei es gesagt, ich bringe den Tod. Oh nein. Was heißt das? Weißer Drache. Oh. Oh oh. Ich glaube, da sind wir in einen krassen Bosskampf geraten. Ich mach mal Orkan. Keine Ahnung, wie hilfreich das ist. Und natürlich Bahamut. Der stärkste, den wir haben. Wir springen. Und wir schützen uns einfach mal erstmal mit Protest. Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Das hat den geheilt. Okay, der hat ordentlich Schaden. Jetzt wird's heftig. Das ist ein besonderer Gegner, glaube ich, den wir hier haben. Und ich weiß nicht, ob wir den schaffen, weil wir auch gerade nicht vollständig geheilt sind. Aber wir versuchen es einfach mal. Mit der Lebenshymne hier. Nebenbei, habe ich jetzt hier Protes nebenbei gemacht oder nicht? Check's gerade nicht. Ninja. Dann machen wir mal Rauch. Er kontert. Wir greifen an. Und wir springen. Er macht Gemach auf uns. Das ist nicht schön. Wir brauchen dringend Heilung. Und wir beschwören Bahamut, was sehr schön ist. Zumindest für den Anfang. Ich wusste jetzt nicht, dass wir hier so einen krassen Gegner auf einmal finden. Das wusste ich nicht. Ich habe von dem weißen Drachen schon mal gelesen gehabt, aber... Oh, 9999 und er lebt immer noch. Wir können nicht flüchten, okay. Wir wollen auch gar nicht flüchten. Das ist nicht gut. Rudy ist tot. Und unser Excalibur-Schwert heilt ihn. Das ist auch nicht gut. Kann es sein, dass physische Angriffe heilen? Es wirkt fast so. Ich mach mal Reißzwecke. Und wir beleben mal sofort Cecil wieder. Keine Wirkung. Anscheinend helfen nur Beschwörungen. Malstrom ist richtig schlecht. Es setzt natürlich voll runter. Der Sprung hilft gut von Kane. Das ist sehr hilfreich. Oh, 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 oh. Wenn ich das jetzt hier vergeige, und ich werde es bestimmt vergeigen, aber wir haben 9.990 Schaden gemacht mit Bahamut. Mein lieber Schwan. Ich glaube, der Brand wird gar nichts helfen. Nee, der heilt den nur. So ein Scheiß. Daneben. Ach, so ein Glück. 4000. Ich mach mal sofort hier eine Phönixfeder auf Cecil. Und wir springen wieder. Springen! Vielleicht haben wir ja sogar Glück und schaffen es noch rechtzeitig. Manchmal war es ja so. Aber wenn der einmal hier seinen Kram nochmal macht, dann... du singst mal bitte eine Lebenshymne. Das kannst du machen nebenbei. Mein Lieber. Ja, okay, Malstrom. Das setzt die runter. 4000. Er kontert. Ja, mach doch. Wir springen wieder. Das hilft gerade ganz gut mit Kane. Der kommt gut durch. Einen Reflex haben wir ja nicht, aber... Okay, die Lebenshymne funktioniert auch nicht. Eigentlich brauchen wir dringend Rydia. Aber Kane könnte es vielleicht auch schaffen. Wir haben ihm ja schon gut was abgezogen. Oh.
Mensch. Dann mache ich es eben manuell. Oh, nein. Mit Königsfeder bitte auf Lydia. Zack, zack. Nicht kontern. Bitte nicht kontern. Das heilt den doch, Cecil. Aber das kann er natürlich gerade nicht wissen. So, da ist Lydia wieder. Wenn wir es schaffen, dass die überlebt. Aber er haut auch immer direkt auf sie drauf. Ne? Als ob er es wüsste. Solange Kane aber in der Luft ist und weiter Schaden macht, können wir den weißen Drachen schaffen. Das wäre nice. Wir werfen mal sonst diese Schuriken. Vielleicht klappt das ja auch. Im Moment heilen wir uns ja auch nebenbei. Jetzt setzt er uns wieder voll runter, aber wir heilen trotzdem wieder gegen an. Komm, wir haben so viel jetzt wieder an Schaden gemacht. Leider hat Cecil mit seinem Excalibur ihm auch wieder Heilung zugefügt. Und gleich wieder hoch. Gleich wieder hoch, mein Lieber. Hilft das? Ja, es hilft. Und er macht ihn dafür aber tot. Dafür hat er ihn sterben lassen. Bitte nicht kontern, Cecil. Okay. Shit. Nur noch Kane lebt. Vielleicht schaffen wir es mit dem Einsprung. Ich weiß es aber nicht. Wenn Kane es schaffen würde, würde ich mich freuen. Ja. Es ist so ein Glück. So ein Glück. Kane hat es geschafft. Er wird alleine die Erfahrungspunkte kassieren, was immer wieder schade ist. Aber wenn ich ehrlich bin, freue ich mich auch gerade, weil ich nicht gespeichert habe. Kanes Stufe ist natürlich angestiegen auf 66. Dafür bekommen wir Murasame. Das scheint etwas sehr Gutes zu sein, wenn ich mich nicht täusche. Cool. Was ist das jetzt Feines? Und wer kriegt es? Excalibur. Vielleicht sogar Kane selber? Nein, das ist was für Edge. Von 67 auf 70 und von 95 auf 100 bei der Attacke Präzision auf 110. Das ist natürlich sehr cool. Edge ist damit noch stärker. Wir nehmen das Kikuichi Monji auf den Kotetsu-Platz. Und ja, freuen uns einen Keks. Leider sind wir alle tot. Aber das kriegen wir auch noch hin mit unseren letzten Phönixfedern hier. Wow, okay. Ich hätte jetzt am liebsten so eine Allround, die alle heilt zwischendurch. Aber das habe ich leider schon verbrezelt. Vielleicht mal ein Elixier für Rosa zum Beispiel. Oder für Lydia. Ich nehme es mal für Lydia. Und eine X-Portion für Rosa. Und dann mit Magie den Rest. Leute. Haben wir es wieder geschafft. Krass. Die Frage ist, wohin geht's jetzt? Ich laufe wieder zurück, das müsst ihr nicht sehen. Und finde den weiteren Weg und speichere, wenn ich einen Speicherplatz nochmal finde zwischendurch. Ach so, was ich noch gefunden hatte, ist, was ihr nicht gesehen habt, ist hier das Drachenschild. Glaube ich. Oder hatten wir das zusammengefunden? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich guck mal durch. Eros Pfeile sind im Moment ausgerüstet, davon haben wir aber nur 5 oder 6 Stück. Für Rosa, die sind auch sehr gut. Genau, das haben wir für ihn gerade gemacht. Dunkelanzug hat er an. Das haben wir gerade gefunden. Wir haben den weißen Drachen besiegt. Ich finde es mega cool. Und eine Feuerpeitsche hat Rudy ja jetzt statt der Blitzpeitsche. Die ist auch etwas besser noch als die Blitzpeitsche, wie man sieht. Und darüber freuen wir uns auch. Gut, ich laufe wieder zurück. Wusste nicht, dass wir hier den weißen Drachen finden. Finde ich aber sehr cool. Haben wir das auch geschafft. Gut, ich mache einen Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück in Final Fantasy IV im Monduntergrund. Untergeschoss 5, soweit ich weiß. Ich bin schon sehr weit gekommen. Hier kommt ein Kampf nach dem anderen. Aber ich schalte jetzt mal wieder zu, weil wir doch schon relativ weit gekommen sind. Und ich einfach mal hoch vorausgespielt habe. Ich dachte, das kann ja nicht schaden.
doch mal lieber Protes. Man weiß ja immer nicht, was hier auf einen zukommt. Und Sylphen. Weiß nicht, wie stark dieser kleine Mistzwerg ist. Was kann der? Ach, der hat Schwächen. Gegen Blitz, das ist ja interessant. Okay. Ja, wir machen aber trotzdem mal eine Sylphe. Heilen uns und ziehen ab zugleich, was ich immer sehr praktisch finde. Ach, der war ja low. Der war ja gar nicht so schwer. Wir sind so weit gekommen, aber auch nur, weil ich jetzt wirklich die ganze Zeit nachgespielt habe. Und ich bin sogar einmal nochmal zwischendurch draußen gewesen. Das haben wir hier. Und habe neue Items gekauft, wie Phönixfedern und sowas. Und zwar bei den Nemingway-Dörflein. Kristallschild aus der Schatzkiste erhalten, doch der Feind hat auf der Lauer gelegen. Genau, sowas passiert mir natürlich auch öfters hier. Nicht unbedingt immer für Sachen, die wir können nicht flüchten. Das ist richtig schlecht. Ich will es nur mal gesagt haben. Bitte, bitte, tu was, Rosa. Ich habe nämlich noch nie gegen zwei gekämpft und die sind mega stark. Will ich nur mal sagen. Da ist man ganz schnell down. Schnell, schnell, Protes auf alle. Aber das wird uns, glaube ich, auch nicht so wirklich retten. Wir können nicht flüchten. Wir können nicht flüchten. Das war's schon wieder mit der einen Person. Schnell wiederbeleben. Schnell wiederbeleben. Barmut, hilf uns. Jawohl. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir einen schon mal platt. Das ist sehr gut. Einer platt kriegen ist super. Bei zweien bin ich bisher geflüchtet. Cecil ist auch gleich kurz vor Tod. Mal wieder. Du greifst an. Du beschwörst Alfred. Why not? Es muss ja nicht immer Bahamut sein. Bahamut ist der Stärkste, aber ich glaube, wir schaffen den auch so. Da sterben wahrscheinlich jetzt zwei. Ja, habe ich mir gedacht. Aber wir schaffen ihn trotzdem. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Kane, kommst du mal? Danke. Und das war's. Habe ich mir gedacht, dass wir den trotzdem schaffen. Auch wenn andere vielleicht sterben. So, Cecil-Stufe, Kane-Stufe, das ist schön. Leider nicht die anderen. Was haben wir dafür bekommen? Egal, erstmal wiederbeleben. Ja, so geht's mir jetzt schon seit keine Ahnung wie viel Stunden. Also, es ist nicht gerade einfach hier. Will ich mal so sagen. Braucht jemand Ether ganz, ganz dringend? Dann erledige ich das auch gleich. Ganz, ganz dringend ist es noch nicht. Wir benutzen jetzt auch alle Heilmittel für solche Zustände, weil ich habe nur ein Echokraut. Und stumm machen sie uns ja gerne mal hier. Leider. So. So, denen geht's wieder halbwegs gut. Unseren Freunden. Es geht hier auch überall sonst wohin. Es ist so anstrengend hier. Echt, ich habe zwischenzeitlich manchmal gar keine Lust mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Lässt sich ja nicht ändern hier. Mit dem Beten kriegt man es mit den MP ja auch ganz gut immer hin. Da muss man nicht unbedingt immer auf Ether zurückgreifen. Bin das immer nicht gewöhnt von den anderen Final Fantasy Teilen. Da konnte man das nicht. Mit dem Beten war immer nur, glaube ich, soweit ich weiß, die normalen HP geheilt. Aber nicht die Zauberpunkte. Oder Magiepunkte. Ja. Mach mal Blink. Greif weiter an. So, da kommt Bahamut. Ich überspringe den mal. Das geht immer ein bisschen schneller gerade. Da spart man Zeit. Muss ja nicht immer... Super. Sehr schön. Damit das hier nicht immer so ewig dauert. Das mit dem Überspringen habe ich auch erst vor kurzem gecheckt. So, er darf schon... Ups, er darf schon wieder heilen. Und zwar dich und dich selber und das ist in Ordnung. Das lassen wir mal so stehen. Wo geht's jetzt hin? Ich nehme mal den Weg da. Was ist hier? Hier war ich schon mal. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Da kommen wir her. Geht's hier irgendwie auch runter?
Hier unter uns. Wie komme ich denn da hin? Jetzt bin ich verwirrt. Oder komme ich da nicht her? Moment mal, ich gehe mal nach oben. Ist das die Treppe, die wir gekommen sind? Oh, das ist so nervig. Was ist er denn für einer? Mach mal lieber Protes. Ich weiß immer nicht, was das für Viecher sind. Alles nicht so einfach hier. Sieht aber irgendwie nach einem Feuerwesen aus, deswegen mache ich mal einfach Shiva. Oder so. Was ist denn mit Cecil los? Wir machen mega viel Schaden seit der neuen Waffe. Das ist richtig gut. Edge macht super gut Schaden durch diese... Kannst auch mal einen Kraftschub machen. Oh oh, der verflucht uns. Das macht der. Okay. Das setzt, glaube ich, also Fluch setzt, glaube ich, soweit ich weiß, irgendwie die Angriffspower ab oder so. Ja, Shiva war gut. Doch. Da kommt der Kane auch zurückgehopst. Ich glaube, das ist die Treppe, die wir hatten, oder? Ja, das ist schön. Aha. Toll, wo geht's dann runter? Ich bin verwirrt. Da geht's aber auch nicht weiter. Also hier komme ich irgendwie nicht weiter. Ich muss genau auf die andere Seite, wo ich schon mal war, aber da oben. Ich glaube, da oben gibt es bestimmt einen Durchgang. Moment mal. Da checke ich doch gleich nochmal die Lage hier. Hier. Müssen wir aber erstmal wieder an dem blöden Drachen vorbei. Nutzt nix. Machen wir wieder Bahamut. Keine Lust hier. Ewig zu eiern. Bisschen schneller hier das Ganze. Etwas, was mich, wie gesagt, nach wie vor stört. In diesem Spiel sind unfassbar viele Kämpfe. Das reicht dann auch manchmal irgendwann. Also ich glaube, da versucht man lieber nochmal immer einen Bosskampf, als immer dasselbe machen müssen. Aber gut. Dann zieh mal. Machen wir es eben auf die normale Art hier. Muss ja nicht immer heilen. Sie kann ja auch mal angreifen. Und das sehen wir jetzt mit einem besonderen Pfeil ausgestattet, der mal eben 3000 Schaden abzieht. Sehr gut, Rosa. Die kann nämlich auch mal angreifen. Und das finde ich super. Ein weißer Name bekommen. Was ist jetzt hier? Da geht's doch durch. Da ist noch eine Truhe, die wir nicht haben. Schutzring. Wer kriegt den? Wer kann, was kann der? Da ist der Schutzring. Okay. Der pimpt natürlich ordentlich. Vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, dass Rosa den kriegt. Die stirbt auch immer so schnell. Kann die den nehmen? Die kriegt jetzt mal den Schutzring. Komm. Die kann auch mal gepimpt werden. Das sind die Artemis-Pfeile, die ich meinte, die wir benutzen. Die sind ziemlich gut. Neben den anderen, von denen wir wenig haben, muss man ein bisschen sparsam immer mit umgehen. Da geht's noch weiter. Da ist ein Durchgang. Ich habe ihn gefunden. Schweinebacken. Und ich wäre schon wieder fast zurückgelaufen. Echt. Okay. Dann sind wir ja noch hier am Start. Das schaffen wir. Wir benutzen die Sylphen zur Verstärkung und rufen unsere Beschwörbaren, die wir uns hart erarbeitet haben. Kann die nicht mal irgendwie geheilt werden oder so? Braucht man Allheilmittel. Ach, das war's schon. Der war ja nicht so stark. Und ich denke schon die ganze Zeit, ich muss zurück. Das ist echt so verarscht. Und wir sind so weit schon gekommen. Echt Wahnsinn. Da geht's lang. Und jetzt? Geht's nach unten oder wo lang? Ich glaube, es geht hier lang. Hier waren wir noch nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Okay. Bin verwirrt. Wir greifen an. Komm. Status überprüft, bla 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 bla. Okay. Wir machen dich platt. Kannst du leider
Auch nichts machen, kleiner dober Zwerg. So, sehr schön. Mit dem Beten, wie gesagt, können wir auch dann immer wieder, wenn wir gestorben sind, so gut heilen und solche Sachen. Das ist sehr wichtig. Ich habe aber auch Turbo-Ether noch gekauft, so ist nicht. So, die Höhle sieht sehr cool aus, aber muss man mal sagen. Okay, da unten ist eine Kiste, die wir uns vielleicht jetzt holen. Aber erstmal müssen wir hier lang. Was ist denn hier? Gut, gehen wir erstmal zur Kiste. Wir müssen da sowieso langlaufen. Gucken, was uns hier erwartet. Och, nicht die schon wieder. Echt, Leute. Geht mir nicht auf den Senkel. Du kriegst jetzt mal ein Allheilmittel. Ich habe keine Lust, dass du nichts mehr machen kannst. Und du kannst mal gerne dir eine Silphe nochmal holen. So, endlich. Kann die wieder. Zaubern. Ja, immer schön weg mit den Dingern. Blitzgar mag ich natürlich gar nicht gerne. So, nur noch die letzte. Die ist nicht stark. Im Einzelnen sind sie gar nicht so stark. Sehr schön. Da haben wir uns geheilt und geschwächt. Finde ich, wie gesagt, sehr cool. Jetzt, wo ich das so den Dreh raus habe. Da ist aber eine Kiste, wenn es mich nicht täuscht. Nein, das sind nicht meine Gedanken, sagt Cecil nebenbei. Wenn es mich nicht täuscht, nicht, dass gleich wieder ein Gegner kommt. Heilen wir uns lieber mal. Huch. Na komm, so. Weiße Robe, okay, und kein Kampf. Das finde ich schön, das finde ich mal zur Abwechslung ganz nett. Schwarz. Kappe Lichtrobe. Hier ist eine weiße Robe. Die könnte, ja, kann die jeder tragen? Oder kann die auch nur Rosa tragen? Lichtrobe. Trägt sie schon? Irgendwas Besseres dabei? Nee. Nee, das ist schon für... Das ist schon für Rosa. Wenn es mich nicht täuscht hier. Gut, dann kriegt sie das auch. Ich weiß immer gerade gar nicht. Ist die jetzt besser oder schlechter? Abwehr 35 finde ich. Ja, das finde ich besser. Wenn ich ehrlich bin. Ja, ich weiß manchmal mal gar nicht, was ich jetzt schon eingesammelt habe. Und was nicht. Und was ich euch noch zeigen muss: Angriff von hinten. Sehr nett. Jetzt habt ihr mal so den Rest des Parts miterlebt, wie es mir die ganze Zeit geht. Und das macht gar keinen Spaß. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe auch gar keinen Bock auf die, deswegen hole ich Bahamut. Auch wenn die gar nicht so stark sind. Aber die zaubern die ganze Zeit. Und es ist so anstrengend, sich immer gegen anzuheilen und überhaupt. Und ja... Mal ein paar Gegner gesehen wieder, die so auftauchen. Es sind auch einige schwierige Gegner dabei gewesen. Also alles nicht immer so einfach, wie es aussieht. Da kommt Bahamut. Und der killt die bitte alle mal. Sehr nett. Sehr nett. Schön. So, jetzt darf ich schon wieder gegen anheilen. Weil es ja so viel Spaß macht. So. Jetzt gehen wir hier fix runter und holen uns die Kiste. Habe ich mir nämlich gedacht, dass die da ist. Und da ist ein Kristallhelm aus der Schatzkiste. Doch, der Feind hat auf der Lauer gelegen. Den Kampf sehen wir uns aber im nächsten Part von Final Fantasy 4 an. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.